Am 22. April hat Hitler sich endlich erschossen, oder kurz nach seinem Geburtstag, den Bunker nicht mehr zu verlassen, dass er in Berlin bleibt. Und hat alle Leute entlassen, niemand soll mehr hier bleiben, außer denen, die unbedingt hier bleiben müssen, weil es mal nicht anders geht. Und zu diesen unmittelbaren war ich natürlich auch, denn die Technik musste funktionieren. Ich wurde eingeteilt, dort den Telefondienst zu übernehmen, die Telefonzentrale. Und ein Zivilist, der Hausmeister aus der Führerwohnung, der war der Techniker, der sorgte für Licht, Luft und Wasser. Und ich Telefon- und Fernschreiber. Und das war am 22. April. So sind viele, haben den, nun die Umgebung des Führers verlassen. Und ja, dann ging die Stimmung, das war ja, was heißt Stimmung? Da unten entstand ein Drama. Nicht? Denn die Frau Goebbels kam dann mit den Kindern noch dazu. Und man wusste, das ist ein, müsste man viel schildern, was da noch alles wirklich in der Begegnung hat, die Besprechung. Dann der Einflug von Herrn Ritter von Greim, von Hanna Reitsch, die Kinder gebeten hat, die Kinder rauszufliegen. Dann kam das Personal von der Küche und aus dem Büro. Die haben die Frau Goebbels auf Knien gebettelt um die Kinder. Die Kinder können doch jetzt noch raus.